Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heilende Handschrift. Namaste. Mein Name ist Marika Schaglin-Mitterhofer. Bei mir geht es immer um Schreiben, um handschriftliches Schreiben, um Graphotherapie, was eine Möglichkeit ist für dich, um wieder zu dir selbst zu finden, um ruhiger zu werden, entspannter und ausgeglichener zu sein. Weil du kannst alle Muster in deiner Handschrift erkennen, wie du jetzt bist. Und du kannst sie durch gezielte Übungen auch verändern, sodass du die Muster, die du in deinem Gehirn abgelegt hast, in ein anderes veränderst, eins, das dir mehr beiträgt, das Positive ist. Jeder Buchstabe in deinem Vornamen, Nachnamen, Zweitnamen hat einen bestimmten Wert und auch darüber erfährst du dann immer wieder was Neues über dich oder über deinen Lebensweg. Weil jeder Buchstabe, zum Beispiel der ganz vorne, und heute geht es um den Buchstaben R, hat einen bestimmten Wert. Beim R, der kann ganz vorne stehen oder auch in der Mitte oder am Ende vom Namen. Je nachdem, wenn er ganz vorne steht, hat es Priorität, dieses Thema. Und da geht es um die Muse, dass du dir Musestunden gönnst. Also Zeus hatte 9 Schwestern und eine davon war die Muse, das ist die Schutzgöttin für Leute, die sich Zeit nehmen für Musestunden. Die Musestunden sind die Stunden, wo wir irgendwas tun, was uns beiträgt, wo wir uns wohlfühlen, was uns... Es kann auch Ausruhen sein, wo du nichts tust, wo du meditierst, aber es kann natürlich auch Malen, Musizieren sein. Das sind so diese künstlerischen Dinge, wo andere Menschen sagen, das hat überhaupt keinen Wert, außer du verlegst ein Buch, weil du Dichter bist, weil du Romane schreibst oder Gedichte oder irgendein Prosa, was anderen was Wert, einen Wert aufzeigt. Aber in erster Linie machen wir das für uns selber, damit es uns gut geht, damit uns, wo wir den Geist mal ausschalten, wo wir irgendwas Kreatives tun, was uns selber was Gutes tut. Es gibt den Buchstaben F natürlich auch in der Familie oder das S. Bei mir wohnen ja alle Buchstaben immer in Familien. Und da gibt es eine Kreativitätsfamilie, das ist FRS. Da wohnt auch dieses R drinnen. Wir gehen jetzt hinein an meinen Schreibtisch und schauen uns diese Folien an, die ich vorbereitet habe. Und dann zeige ich dir ein paar Schreibweisen, die dir gut tun. Die kannst du in deiner Handschrift adaptieren oder du schaust mal in deiner Handschrift nach, wie schreibe ich denn das? Weil je nachdem, wie du schreibst, hast du ein bestimmtes Muster schon fest in deinem Kopf und du kannst es eben verändern durch die Graphotherapie, wo du alles in Proportion, in Balance bringst, Struktur, Aufteilung und vor allem, wo du Bewusstsein hineinbringst, dass du ganz genau weißt, warum du das jetzt tust. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich danke dir für deine Likes, fürs Abonnieren vom Kanal. Wenn dir der Kanal gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder das weiterempfiehlst. Das ist aber kein Muss, das ist etwas, was du ganz freiwillig machen kannst. In meinem Kanal geht es mir darum, dass es die Leute erreicht, die auch wirklich in ihrem Leben was verändern wollen, die sich was Gutes tun wollen und die Veränderung schaffen wollen, weil das wird nicht ausbleiben. Wenn du schreibst, verschiedene Formen schreibst, muss sich da oben was verändern. Da muss eine bestimmte Absicht dahinter sein und dann wird sich auch in deinem Leben was anderes zeigen. Das wünsche ich dir auch. Das hat bei mir funktioniert, bei sehr vielen anderen Menschen auch und deswegen mache ich das so gerne, was ich tue. Ich freue mich, dass du dabei bist und wir sehen uns gleich bei mir drinnen. Bis dann. Ciao, ciao. Ein Zitat, von dem ich nicht weiß, von wem es ist, aber mir gefällt es. Die letzte Phase der Heilung besteht darin, das, was dir passiert ist, zu nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Und genau das mache ich hier. Was ist mir passiert? Die Blogschrift, die ich angefangen habe, nachdem eine Ehe gescheitert ist. Und dann habe ich wieder Schreibschrift mir beigebracht. Das hat mir so gut gefallen, dass ich heute die Graphotherapie lehre. Das R ist für die Musestunden und viele Menschen haben das komplett aus ihrem System verloren. Also das ist gar nicht mehr wichtig. Meistens fängt es ab der Schule an, weil dann geht eben der Drill schon los. Wir haben hier ein großes R. Da gibt es, sage ich später noch mehr zur Schreibweise, aber es gibt auf jeden Fall 2 Kleinbuchstaben, die unterschiedlich aussehen. Nutze einfach beide. Wie Maler hat gesagt, der wäre mehr fürs Erfinden und der mehr, dass wir uns dem Schreiben widmen. Das kann sein oder nicht. Ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Das ist wie wenn man verschiedene Vitamine einnimmt und man weiß dann irgendwann gar nicht mehr, was hat mir denn jetzt eigentlich geholfen. Die sind alle gut. Das sind auch Vitamine, Buchstabenvitamine. Es geht darum, hier wieder Raum zu schaffen, weil das R ist tatsächlich ein Buchstabe, der in Handschriften sehr häufig ganz flach geschrieben wird, sodass man ihn kaum erkennt. Also der geht unter und das, so ist es auch mit diesen Musestunden, die verlieren sich. Wir geben dem Ganzen keinen Raum. Wir müssen Sport machen, damit unser Körper gut aussieht und trainiert ist, aber wir genießen es dann vielleicht gar nicht mehr. Das R ist zuständig fürs Fühlen, Wahrnehmen, Spielen, Tanzen, all diese Dinge, die scheinbar keinen Sinn ergeben oder nicht wichtig sind oder für manche nicht wichtig sind, aber wahnsinnig viel Spaß machen. Das R beginnt mit einer geraden Linie von oben nach unten
Und immer wenn du so ein R schreibst, siehst du diese Linie oder auch andere Buchstaben, diesen geraden Linien von oben nach unten haben. Immer als erstes und da trenne ich etwas, nämlich die Vergangenheit mit der Zukunft. Das ist wie wenn ich einen Schlussstrich habe, unten kommt die Summe raus. Und hier hätte ich die Summe an Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das sind nur noch Erinnerungen, aber die sind halt wach. Wenn ich hier gerade Abstriche mache und die Absicht hineinsetze, dass ich mich davon trenne, dann kann ich bei jedem Gedankengang, wo irgendwie die Vergangenheit auftaucht, sagen, ja Marika, das war, das ist aber vorbei. Kümmere dich um deine Zukunft, die kommt da vorne. Und da vorne kommt eine weich fließende Linie. Das hier fördert analoges Denken, männliche Denkweisen von A nach B, und das fördert intuitives Denken. Und wenn das ausgewogen ist und das ganze Alphabet ist extra so gestaltet, dass sich die geraden und die gebogenen Linien ungefähr gleich halten, dann fördere ich beide Gehirnhälften gleichmäßig und das tut mir gut. Also dann werde ich diese Räume auch nutzen. Dann gibt es noch die drei Zonen in der Handschrift, die obere, die mittlere und die untere. Das ist wie beim Haus, hier oben wird abgespeichert, das ist der Speicher hier in der Mittelzone. Da ist unsere Küche oder unser Wohnzimmer, wo wir uns treffen und mit anderen austauschen. Und dann gibt es noch den Keller, das würde man als das Unterbewusstsein nennen. Aber da kann man auch Licht anmachen, das Ganze beleuchten, wenn wir das machen. Dann funktioniert auch die Selbstreflexion. Und Unbewusstsein ist wieder was anderes. Da kann ich selbst nicht reflektieren oder ich will es nicht oder ich bin nicht fähig dazu. Da ist das Licht dann regelmäßig aus. Das passiert übrigens auch, wenn wir die Unterschlaufen nicht nutzen, weil wir Blockschrift schreiben. Oder wenn wir sie klein oder halb oder gekräuselt oder was immer. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich lehre am liebsten die proportionale Schlaufe und kümmere mich nicht um den Rest, weil der war Vergangenheit. Wenn man bei mir was lernt, dann für die Zukunft, wie mache ich es denn jetzt? Was tut mir denn gut? Wo ist es denn proportional und warum mache ich es denn ausgerechnet so? Genauso wie die Oberschlaufe. Die ist heute auch sehr wichtig, weil die Musestunden, die gehen auch hier rauf. Da gönne ich mir was. Da gönne ich mir Freizeit, mit mir alleine sein. Ich atme in die Buchstaben rein, das tue ich übrigens auch beim R und hier eben auch. Ich lasse hier was hochkommen, ich atme da hinein. Und so sehe ich dann jeden einzelnen Buchstaben und kann ihn also in der Schrift auch lesen, sodass andere von meiner Kommunikation verstehen, was ich hier ausdrücken möchte. Hier in der Unterzone gibt es dann auch noch die Gefühle, Werte, Erfahrungen, Glaubenssätze, alles, was wir so in den Keller getragen haben und vergessen haben. Aber es ist gut, das zu beleuchten, die Kisten aufzumachen, weil in der Unterzone ist auch der Beziehungsbereich, Partnerschaftsbereich, da ist man intim mit anderen. Da ist es gut, wenn man seine eigenen Gefühle kennt, seine Bedürfnisse kennt. Hier ist auch materieller Wohlstand zu Hause. Wie viel brauche ich denn wirklich für mein Leben, um glücklich zu sein? Manchmal hat man auch da Vorstellungen, die einem das Leben schwer machen, weil man sehr viel Geld verdienen muss, weil man glaubt, man braucht diese ganzen Dinge. Aber es kann sein, dass wenn du mit der Unterzone intensiv arbeitest, feststellst, dass weniger mehr ist. So bei mir passiert. Ich lebe ein komplett anderes Leben als früher. Diese Zacken oder gedrängten Rs, da können wir jetzt drauf eingehen oder nicht, auf alle Fälle sind sie eher ungesund, weil man sich kaum erkennt. Und wenn man was nicht erkennt, dann ist es auch nicht ausgeprägt und nicht gelebt. So einfach ist es. Das wäre eine Übung, da habe ich schon öfters drüber gesprochen, das ist im Anleitungsheft genauer beschrieben, kurz angeritzt, drei Zeilen groß, drei Zeilen der Kleinbuchstabe, gerne im Wechsel, damit sich dein Gehirn das einprägt. Und wenn du magst, dann da unten alle drei. Das ist schon eine kleine Choreografie, weil wenn du einen Tanzschritt lernst und dann irgendwie dann im Walzer schon mal drei Schritte auf einmal machst, genauso ist es hier auch. Also es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen fuchst, aber lass dich drauf ein und leg dir vielleicht einen Zettel hin, wo drauf steht Atmen und Lächeln, weil wenn wir uns was Neues beibringen, dann vergessen wir das manchmal. Das kann schon helfen. Wir lernen dann auch Wörter zu schreiben. Und im Anleitungsheft steht natürlich auch drin, für was die Abstände sind, die Zwischenräume. Und im Kurs lernst du es halt noch ausgeprägter. Aber diese Wörter sind auf jeden Fall wichtig, weil sonst kannst du nur diesen einen Buchstaben. Aber du wirst jedes Mal, wenn du schreibst, wirst du ein bisschen erschrecken, weil er auftaucht. Wie schreibe ich es denn jetzt? Du kannst gerne alle anderen Buchstaben auch integrieren. Aber konzentrier dich fokussiert auf einen Buchstaben. Da kommen noch die zwei Affirmationen dazu. Gerne auch, wer das ist, wie der heißt. Und dann hast du immer ein Bild auch dazu. Am Ende bitte mit deiner Unterschrift unterschreiben. Geschwungene Unterlinie, das gibt immer, ist wie so ein kleines Trapez im Außen, weil das ist, wie du im Außen auftrittst. Und es ist schön, wenn man deinen Namen lesen kann, weil dann muss man nicht raten.
Göttin Saraswati lade ich immer ein, wenn ich kreative Arbeit mache. Also ich bete überhaupt gerne. Für mich ist Beten ein ganz normaler Zustand. Das mache ich vorm Essen, das mache ich in der Früh, wenn ich aufstehe, das mache ich abends, wenn ich ins Bett gehe. Deswegen bringe ich es dir heute auch nochmal näher, weil sie ist die Göttin der Künste. Sprache, Wissenschaft, Schrift, Weisheit, Gesang, Musik. Also kannst du mal googeln, wenn du möchtest, oder dich näher damit beschäftigen. Göttin Saraswati ist bei mir immer im Gepäck. Lakshmi auch. Das sind meine Musen, würde ich mal sagen, die mich dazu, ja, wenn ich die brauche, weil mir die Ideen ausgehen, dann schreibe ich der Göttin Saraswati gerne einen Brief im Querformat, wo ich alles selbst wählen darf, wo ich genau wissen muss, was tue ich da überhaupt. Das kann manchen Angst machen, weil wir eben alles selber wählen müssen. Das ist mein Werkzeug, mein Zauberstab, und dann kann es losgehen. Ich werde jetzt im Anschluss noch ein Gedicht von Rumi einblenden, das ich eingeschrieben habe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich hoffe, du konntest heute wieder was mitnehmen. Ich freue mich über jeden, der den Kanal abonniert, der sich für sich, seine Handschrift und seine Werte in seinem Namen interessiert, weil die Reise kann nur nach oben gehen, also in eine höhere Schwingung, weil du dich mit dir selbst beschäftigst und weniger im Außen bist. Schreiben führt zurück zu dir selber, in deine Ruhe, in deine Gelassenheit, in die Stille und in die Kreativität. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.